Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, die Kriminalitätsstatistik wird vorgestellt und Minister Seehofer ist ein zufriedener Mann. Warum eigentlich? Die Rauschgiftdelikte etwa sind um 6% gestiegen auf 350.000. Die Grenzen zu Belgien und Holland müssten dafür überwacht werden. GdP-Vorstand Krummen sagt, der Grenzschutz findet zum jetzigen Zeitpunkt so gut wie gar nicht statt. Wir sind offen wie ein Scheunentor. Das ist unzumutbar. Staatsversagen. Ein Anstieg um 40% bei Gewalt gegen Polizei, etwa bei Abschiebungen, viele müssen abgebrochen werden. Obwohl die Zahl nicht-deutscher Tatverdächtiger schon über 30% liegt, lässt Seehofer die Grenzen weiter sperrangelweit offen. Dabei immer mehr Mehrfachtäter aus dem Maghreb, Libyen, Zentralafrika. Die Abschiebepraxis scheitert. Sie muss effektiver werden. Wir brauchen Abschiebehaft, finanzielle Sanktionen, Durchsetzung. Gefängnisse überfüllt, Polizei, Personalmangel, Gerichte überlastet, arabische Clans breiten sich aus. Aber Minister Seehofer ist ein zufriedener Mann. Angriffe auf Polizei, Sanitäter, Feuerwehrleute steigen. Das Dunkelfeld der nicht angezeigten Delikte wird ausgeblendet. Gefährderüberwachung wäre rund um die Uhr zu leisten. Die Zahlen steigen. Aber Minister Seehofer ist ein zufriedener Mann. Aber nicht der Innenminister soll sich sicher fühlen, sondern der Bürger. Und der weiß genau, was in seiner Stadt los ist. Weniger Wohnungseinbrüche, eine Leistung der Regierung, von wegen, erfolgt nur durch kostenaufwendige Prävention seitens der Bürger gegen die Schengen verursachte grenzüberschreitende Kriminalität, tut die Regierung wenig. Weil die Grenzen nicht gesichert werden, müssen die Leute jetzt ihre Haustür sichern. Wenn Ärzte zunehmende Aggressivität beklagen, werden Deeskalationskurse und Sicherheitstrainings angeboten, natürlich für die Ärzte. Migranten dürfen ausrasten. Wenn immer mehr Bürger Pfefferspray mit sich führen, ist Deutschland dann sicherer geworden? Wenn immer mehr Menschen in No-Go-Areas nicht wagen, hineinzugehen und das dann zum Rückgang der Kriminalität führt, dann ist das vorauseilende Risikovermeidung wegen bereits herrschender Kriminalität und geht auf Kosten des Lebensraums der Bürger. Das ist staatliches Totalversagen. Der Anteil der Migranten bei Tatverdächtigen 14%, bei schwereren Straftaten noch höher, Bevölkerungsanteil 2%. Bei Ausländern insgesamt über 30%, bei Bevölkerungsanteil 13%. Jeder dritte Gefängnisinsasse ist Ausländer. Was tut die Regierung gegen den überhohen Anteil der Ausländerkriminalität? Sie verschenkt quasi deutsche Pässe. Wer so eine Regierung hat, muss sich um Rechtsbrechernachschub nicht mehr sorgen. Ohne Frau Merkels Willkommenskultur hätte es letztes Jahr über 500 Tötungsdelikte, 1300 Vergewaltigungen, 22.000 Fälle gefährlicher Körperverletzung nicht gegeben. Täter jeweils Flüchtling. Aber Frau Merkels freundliches Gesicht war ja wichtiger. Kein Wunder, wenn das Unsicherheitsgefühl der Bevölkerung zunimmt. Wer eine Hochrisikogruppe junger Männer aus Kulturen erlernter Gewaltbereitschaft und Frauenverachtung ohne jede Not, Stichwort Selbsteintritt, in Millionenstärke ins Land bringt, der, meine Damen und Herren, handelt verantwortungslos. Personalnotstand bei der Polizei, Rückläufezahlen in der Statistik auch, weil immer weniger Polizisten da sind, um Anzeigen aufzunehmen, Kontrollen durchzuführen, Staatsversagen. Personalnotstand bei den Gerichten. 2018 kamen 65 dringend Tatverdächtige aus U-Haft frei. Die Verfahren wurden nicht rechtzeitig bearbeitet. Die laufen jetzt wieder frei rum. Staatsversagen. Clankriminalität. Der Essener Polizeipräsident sagt, da ist die Integration voll gegen die Wand gefahren, weil sich viele dieser Leute gar nicht eingliedern wollen. Diese Menschen sehen den Staat nur als Beute an. In Essen wird ein Clanchef nicht angeklagt. Das Sicherheitsrisiko sei zu hoch. Staatsversagen. Irrenhaus, Deutschland 2019. Der Täter von Chemnitz hätte längst abgeschoben sein müssen. Intensivtäter, Messerangriff, 14 Alias-Namen, Diebstahlschlägerei, Drogenhandel. Duldung war abgelaufen. Er durfte bleiben und tötete. Die Bürger dürfen Frau Merkels freundliches Gesicht ausbaden. Eine tödliche Fahrlässigkeit an unterlassener Gefahrenprävention. Und wo der verzweifelte Bürger gegen dieses Unrecht demonstrierend aufbegehrt, tritt das Kanzleramt eine Desinformationskampagne ohnegleichen los und ein Top-Sicherheitschef, der das enttarnt, wird als politisch unbequem entlassen.
Im Sicherheitsranking des Weltwirtschaftsforums ist Deutschland 2017 auf Platz 51, zwei Jahre zuvor noch Platz 20. Wenn Herr Seehofer sagt, Deutschland ist eines der sichersten Länder der Welt, ja, meine Damen und Herren, für Kriminelle. Ich danke Ihnen. Nächste Rednerin ist für die Fraktion der SPD die Kollegin Dr. Eva Högel.